Willkommen, liebe Zuschauer. Der DAX hat einen sehr guten Start in den Handelstag hingelegt. Mittlerweile ist die Stimmung aber wieder abgekühlt. Über die Marktlage spreche ich jetzt wie gewohnt mit Oswald Salcher von Flatex. Herr Salcher, gestern war der DAX eher langweilig unterwegs, zumindest während des regulären Handels. Hat sich wirklich fast gar nichts getan. Heute Morgen hat er dann mit einem Gap nach oben geöffnet, aber das ist mittlerweile auch schon wieder alles abgegeben. Sind Ihre Kunden denn noch genauso euphorisch für den DAX wie gestern? Ja, hallo Marco, das könnte man so sagen. Die Euphorie ist ein bisschen zurückgegangen. Allerdings muss man sich auch den Chart anschauen. Wir sind heute auf 11.850 am Vormittag gegangen. Und da kriegt man dann ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Und da hat es die ersten Gewinnmitnahmen gegeben, beziehungsweise ging es dem einen oder anderen Marktteilnehmer vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Und deswegen hat man einmal ein paar Positionen abverkauft und Kasse gemacht. Hatte dann natürlich zur Folge, dass der Markt oder der DAX zurückging. Aber nicht dramatisch. Wir sind aktuell ca. 60 Punkte unter dem Höchststand und das ist ganz in Ordnung so. Wir warten, bis Amerika aufmacht. Da kann durchaus sein, wenn Amerika weiterläuft und das kündigt sich an, so wie die letzten Tage, dann wird der DAX auch wieder Schwung aufnehmen. Die Rahmenbedingungen sind zumindest nicht schlecht. Der Euro fällt weiter, das ist gut für den DAX und Störfeuer gibt es keines. Von der Lufthansa hört man, dass man sich wohl geeinigt hat im Tarifstreit. Also auch das sind Good News und wie gesagt, es kann gut sein, dass es nur ein kleines Zwischentief ist. Zumindest wir sehen es nicht dramatisch. Aktuell 60 Punkte unterm Höchststand. Das holen wir schnell wieder auf. Sie haben es schon angesprochen, den Dow Jones, da sehen wir ja eine Rekordrallye, die ungebrochen ist. Die amerikanischen Aktien ohnehin derzeit so das Maß aller Dinge. Das sehen sicher Ihre Kunden auch so, oder? Ja, gestern plus 100 Punkte, heute Morgen haben wir eröffnet mit einem Gap nach oben im vorbörslichen Handel. Das Hoch war bei 20.546, aktuell sind wir bei 20.525, also auch das Niveau von gestern deutlich bestätigt. Und obwohl wir einen etwas stärkeren Dollar haben, ein etwas schwächeres Öl, ist die Euphorie ungebremst. Und es gibt ja durchwegs den einen oder anderen Kommentator, der sagt, die Trump-Rally, die fängt erst richtig an, nämlich dann, wenn er seine Sachen, die er angekündigt hat, auch umsetzt. Schauen wir mal, insgesamt, wie gesagt, ist es gut. Die Euphorie bei den Kunden der Flatex ist auch gut. Momentan fährt man überhaupt mit amerikanischen Aktien insofern ganz gut, weil sie steigen alle drei Indizes, fast jeden Tag ein neues All-Time-High. Und was dazu kommt, ist eben, der Euro wird schwächer, der Dollar wird stärker. Das heißt, wenn man in amerikanischen Aktien in US-Dollar investiert ist, dann steigt das Ganze nämlich auch noch doppelt, nämlich mit der Währung mit dazu. Und alles läuft super. Wie gesagt, über 20.500. Ich hatte ja vor kurzem mal gesagt, die 21.000 Punkte sind nicht unrealistisch und dazu stehe ich auch nach wie vor. Kommen wir nochmal zurück nach Europa. Die Rahmenbedingungen für steigende Kurse in Europa sind ja bedingt durch den schwächeren Euro sehr gut und auch die Nervosität, die ist so gering wie schon sehr lange nicht mehr. Das hilft doch dann eigentlich auch oder müsste dem DAX doch auch helfen, oder? Ja, das ist eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir längerfristig steigende Kurse sehen wollen, das zeigt die Historie, dann brauchen wir eine niedrige Volatilität und die haben wir. Wenn man den Chart sieht, jetzt gerade, dann ganz klar, es geht von links oben nach rechts unten. Wir sind aktuell bei 16,77 mit der Volatilität. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Nochmal für die, die nicht regelmäßig unsere Sendungen schauen. Wir hatten letztes Jahr um diese Zeit ungefähr bei der China-Krise Volatilität von über 30. Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte, also, und es geht weiter nach unten. Übrigens, man kann die Volatilität auch handeln, diesen Index, den ich gerade zeige, den Volatilitätsindex vom Stocks, darauf kann man auch setzen mit Zertifikaten oder eben auch mit CFDs, kann man bei der Flatex handeln, wenn man glaubt, dass der Markt sich weiter beruhigt, dann kann man auf fallende Kurse setzen auf der Volatilität. Aber wir nehmen es mehr her als Indikator und wie gesagt, fallende Volatilität ist ein guter Indikator dafür, dass die Aktienmärkte weiter steigen können. Schauen wir noch auf die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank, heute eher unter den Tagessiegern. Gibt es denn eben was Neues oder woran liegt die Euphorie der Anleger? Naja, ein Wort, Janet Yellen. Also waren jetzt zwei. Janet Yellen ist die Ursache. Sie hat ja gestern mehr oder weniger angekündigt, dass es doch bald zu einer Zinserhöhung kommen könnte. Und wenn ich so komisch herumdruckse mit den Worten, dann wissen Sie schon, das alles hatten wir letztes Jahr auch schon. Janet Yellen hat immer wieder angekündigt, ja, wir müssen den Markt beobachten und wenn es dann gut läuft und der Markt es verträgt, werden wir Zinserhöhungen machen. Das hat sie wieder angekündigt. Davon hat erst der Markt jetzt mal dahingehend profitiert, dass man schon glaubt, dass bald was kommen könnte. Der Dollar ist gestiegen, der Euro ist gefallen, hat uns in Europa geholfen. Den Amerikanern offensichtlich ist es gerade wurscht. Und die
Die Titel, die als erste davon profitieren von steigenden Zinsen, sind natürlich die Bankentitel. Die Amerikaner mehr, die Europäer ein bisschen weniger. Trotzdem, bei der Deutschen Bank hat es heute gereicht, 2,2% plus. Die Commerzbank auch im Plus. Und wenn man sieht, charttechnisch, wir sind jetzt wieder über der 21-Tage-Linie, sind wieder auf dem Weg von 18 Richtung 20. 20 ist der obere Deckel. Wenn wir da drüber kommen, könnte es sowieso noch weitergehen. Aber jedenfalls, ein steigendes Zinsniveau ist gut für die Bankentitel. Davon profitieren heute die zwei großen deutschen Banken. Vielen Dank nach Frankfurt, Oswald Sarcher. Sehr gerne. Das war's für den Moment. Seien Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin.